Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Tomb Raider. Wir waren ja... alles klar, Doki. Wir waren ja hier stehen geblieben. Nach dem Schiff. Oder nachdem wir auf dem Schiff waren. Und leider Alex verloren haben. Der sich aber echt heldenhaft für uns geopfert hat. Muss man nochmal so erwähnen. Und jetzt müssen wir wieder zurück zum... Schiff. Ja, Deutsch würde wieder richtig gut, ey. Richtig, richtig gut. Ja. Super. Das haben wir aufgekriegt. Wo müssen wir lang? Ah, hier ist irgendwie noch ein bisschen Nahrung. Oder so. Ja, um. Wieso habe ich den denn nicht getroffen? Als aber so... Oh, okay, das war stylisch ausgewichen. Ah! Ich habe ihn nicht gekillt! Jetzt aber. Oh, ich bin so dumm. Ich bin so schlecht. Was ist das? Okay, wir müssen uns jetzt nicht nochmal ins Lager fallen. Obwohl... Nein, müssen wir nicht. Alter, war das gerade bad. What the fuck? Das war ja mal mega bad. Ich hab keine Ahnung, wo wir sind. Okay, das sieht so stylisch in Szene gesetzt aus. Das ist ja mal mega gut in Szene gesetzt. Geil. Und jetzt müssen wir wieder selber runter. Hoppa. So, wo war das zum Öffnen? Das war doch... Ach, das war doch hier, genau. War das nicht hier? Hier war es doch. Komm schon, deine Hände. Lara. Mann, no. Die Explosion und dachten. Alex. Er war noch auf dem Schiff. Die Überlebensrate in deiner Gesellschaft ist ziemlich gering. Oh, die. Besser nicht zu nah. Wir essen jetzt, ja? Blöden Mistkerle rühren sich nicht, aber das kann sich schnell ändern. Und wenn ich schon hier sterben muss, dann bitte nicht hungrig. Der gefällt mir, der ist super. Den finde ich super. Aber die... Oh. Nur wer satt ist, behält seine Seele. Mhm. Endlich mal ein positiver Gedanke. Sobald Reyes mit dem Boot fertig ist, geht's zurück in die Zivilisation. Und wir werden Wahnsinnsgeschichten erzählen können. Ja, Wahnsinn. Ich hoffe, ich muss Himikos Namen nie mehr hören. Wir können mit der Flut in See stechen. Nein, können wir nicht. Jetzt lass doch mal gut sein, Lara. Nicht nur Lara denkt, wir sitzen in einer Falle, Reyes. Mathias mag verrückt sein, aber er war sich ganz sicher. Ich sah es in seinen Augen. Er denkt, Himikos Wiederbelebung ist der Schlüssel, um die Insel zu verlassen. Gott, das klingt verrückt. Aber dieser ganze Ort ist verrückt. Die Stürme sind nicht natürlich und das müssen wir einsehen. Sie hat recht. In dem Sturm auf der Endurance fühlte ich es. Etwas Dunkles, was Lebendiges. Dieser Ort ist verhext. Wohin gehst du? Unter der alten Basis in den Klippen sind Ruinen. Etwas da drin lässt sie glauben, sie hätten Kontrolle über die Stürme. Ich muss rausfinden, was es ist. Sobald wir bereit sind, geht's los. Auch ohne dich. Ich gehe nicht ohne dich. Alter, die geht mir so auf den Sack, ne? Ohne Witz. Die geht mir so auf den Sack. Was ist denn mit ihr? Oh Gott. So, ich würde jetzt gerne bitte das hier öffnen. Daneben. Das öffnen. Yes. Super. Was ist denn hier? Munition. Ah, und, okay, noch ein anderer Gang. Müssen wir hier vielleicht durch? Ne, wir müssen noch da ganz hinten. Haben wir hier noch ein geheimes Grab? Oh, bitte, 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 lass hier noch ein geheimes Grab sein. Das wäre voll cool. Das wäre voll cool.
Wo sind wir? Zack. Und rüber. Und da ist nichts. Okay, und hier ist auch nichts. Alles klar, mal gucken, was wir hier finden. Sieht auf jeden Fall momentan ziemlich interessant aus. Alles hier mit den ganzen Fässern und den ganzen Vorräten irgendwie. Zugemüllt. Tempel der Dienstmädchen. Wenn ich zu der Ritualkammer im Kloster will. So, das hier können wir... Nein, hey. Ich wollte eigentlich das hier. Das können wir drehen, um das hochzupumpen. Damit das rübergeht? Was auch immer das uns gebracht hat. Ich gehe mal kurz hier hoch. Ich muss mir erstmal einen kompletten Überblick über diese ganze Situation verschaffen. Mit Pfeilen sind wir voll. Was können wir damit machen? Was können wir ziehen, ne? Ja. Dadurch haben wir das jetzt gedreht, okay. Ich gehe mal eben dort rüber. Okay, irgendwas müssen wir mit dieser Gondel hier machen. Nee, das bringt uns nichts. Das bringt uns nichts. Können wir das irgendwie hier festbinden? Ich glaube, das kann man hier festbinden, oder? Kommen wir da überhaupt an? Von hier aus kommen wir da auch an. Nee, das können wir nicht festbinden. Okay. Schade, schade, Schokolade. Okay, wir müssen das, wie es aussieht, als erstes einmal hochdrehen. Damit die Gondel hier lang kann. Jetzt hängt sie aber da drüben fest, ne? Genau, jetzt hängt sie hier drüben fest. Jetzt müssen wir hier mit irgendwas machen. Können wir jetzt hier rüber? Ja, also hier rüber können wir, aber was bringt uns das? Ich habe keine Ahnung, was uns das bringen soll. Moment mal, muss ich da... Ich gehe mal kurz da oben irgendwie hoch, dann muss ich ja bestimmt auch hoch. Hier muss ich ja bestimmt hoch. Ach so, ich muss dann darüber klettern. Alles klar. Ah, okay, 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 ich habe es gecheckt. Wir müssen das hier drehen. Damit diese... Was habe ich im Gondel gesagt? Damit das... Ich sag weiter in Gondel. Ihr wisst, was ich meine. Damit das Ding da... Den hier dreht. Wir uns also hier dran rüberhangeln können. Dann das hier drehen. Damit sich... Das hier dreht, genau, wie wir uns daran handeln können und... Was? Es hat nicht gereicht? Wie? Ja, wir sind, glaube ich, zu früh gesprungen. Ein bisschen zu früh sind wir gesprungen, ja. Okay, also nochmal das Ganze. Das ist ein cooles Rätsel. Sowas gefällt mir auch eigentlich. Dass man so mit der Zeit ein bisschen laufen muss. Außer es wird zu schwer, dass man es viel zu häufig machen muss. Dann wird es richtig nicht... Oh, nee. Sowas kann ich gar nicht ab. Dass man so eine Mission, sag ich mal, 1000 Mal wiederholen muss. Oder so ein Rätsel. 1000 Mal wiederholen muss. Weil man das mit der Zeit nicht irgendwie gut abpassen kann oder so. Das ist richtig, richtig nervig. Jetzt springen. Zack, zack. Und ja, super geil. Wir haben es geschafft. Wir sind oben. Da mit dem Seil kommen wir dann später wieder zurück. Ja. Das war's schon? Okay. Na, wie viel kriegen wir?
Na, 250, das ist schön. Aber ich glaube, wir können immer noch nichts weiter machen, ne? Immer noch nichts weiter upgraden. Für die Handfeuerwaffe haben wir 2 von 3 Teilen gefunden. Okay, alles klar. Wo war... Hier war das Lagerfeuer, genau. Gucken wir mal, wir haben 407. Den Bogen haben wir komplett. Was brauchen wir hier denn noch? 300 und 350. Stabilisierung, Nachladen beschleunigt. Für die Schrotflinte. Die Schrotflinte nutze ich eigentlich selten. Ich nutze eigentlich alles selten außer dem Bogen. Warte, hier fehlt uns noch das Upgrade. Verringerter Rückstoß, okay. Und hier? Können wir nicht machen. Vielleicht einzelne Nachladezeit verringern. Das ist eigentlich ganz geil. Komm, upgraden wir mal die Pistole. Damit wir einen Schalldämpfer haben. Das ist eigentlich... Schalldämpfer ist schon ganz geil. Guck mal. So, jetzt haben wir einen Schalldämpfer drauf. Ja, man hört den Unterschied. Man hört ihn. Definitiv. Hopp. Warum hast du dich nicht rangehangen, Lara? Genau. Warum hast du dich nicht rangehangen, Lara? Okay, jetzt müssen wir wieder hier lang schleichen, was wieder Ewigkeiten dauert. Ewig. Okay, oh, ich hatte gerade Schiss, dass mein Sound wieder nicht aktiviert war. Oh. Seit dieser 1 Stunde 40 von City Skylines habe ich so ein Schiss, was das angeht. Ich habe keinen Bock, dass es nochmal vorkommt, vor allem nicht bei dem Spiel hier. Weil ich kann ja nicht zu meinem letzten Stand zurückgehen. Obwohl doch eigentlich schon, glaube ich. Runter, Lara, genau. Bisschen einsammeln. Oh, Teile 3 vom Bogen gefunden. Also Teil 3 von 3 vom Bogen. Zack. Und... Uah. Auf. Okay, nice. Sehr schön. Okay. Geht der Fahrstuhl? Ah, der Fahrstuhl. Geht nicht wieder. Zumindest nicht wirklich. So, raufklettern. Darauf. Und eh. Das sollten wir jetzt rüber springen. Weil die Leitungen ja, glaube ich, immer noch mit Strom besetzt sind. Und wir wollen ja nicht irgendwie mega viel Schaden bekommen oder so. Hier können wir runter. Hier können wir runter, auf jeden Fall, okay. Sehr gut. Das nehmen wir uns natürlich gerne mit. Dann gehen wir wieder hier hoch. Nachdem ich E gedrückt habe. So, sind hier wieder irgendwelche Menschen. Ne, sonst hätte ich schon Gerede gehört. Gelabere von denen zeigt ja immer an, dass die da sind. Dass wir uns in Acht nehmen sollten vor eventuell auftretenden Gegnern. Erstmal Kiste öffnen. Ich wollte mir eigentlich das da unten gerade angucken. Das ist fett. Das ist eine fette Tür. Eine sehr, sehr fette Tür. Da ist noch was. Nehmen wir gerne mit. Achso. Ja, wir sind voll mit Granaten, alles klar. Da oben ran. Müssen wir da ran? Ne, da ran, ne? Ja. Aber da kommen wir nicht ran. Ne, wir müssen uns daran hangeln, okay. Njaum. Zack. Rüberspringen. Okay. Super, 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 super. Sehr, sehr super. Und hoch. Hier sind doch gleich irgendwo mal wieder Gegner, oder? Springen? Ja, springen. Okay. Irgendwo sind sie doch locker gleich wieder Gegner. Aber ein weiteres Tagebuch erstmal. So, er hatte Zeit zum Pausieren, um das durchzulesen. Das war von Whitman, okay. Warum war Whitman schon hier oben? Whitman hier oben.
Ich weiß es nicht. Ah, da war ein Seil. Ich hab's gesehen. Ganz leicht. Aber wie komme ich da hoch? Hier raufklettern vielleicht? Ah ne, hier war eine Treppe. Eine Leiter? Da oben ist eine Leiter. Da ist was. Okay. Ah, okay. Kann ich hier irgendwie nochmal doppelt springen? Denn irgendwie muss ich da oben rauf. Kann ich nicht. Muss ich vielleicht doch an diese Wand hier? Ja, von hier. Dann von hier aus darüber. Genau, um dann hier hoch zu klettern. Dort rüber zu... Nicht darüber zu springen, Lara. Mensch. Deine Ernte. So. Zack. Okay. Da hoch springen. Von hier aus jetzt an diese Leiter. Eieieiei, ey. Hochspringen. An einem. Ist das ein Abflussrohr oder so? Ein Halterohr oder sowas? Zack. Rüberziehen. Raufspringen. War knapp. Dass hier auch ein Arm juckt. Ist das eklig. Rüberspringen. Darüber. Super. Perfekt, perfekt. Ich hoffe, wir haben da unten nichts übersehen. Das fällt runter? Ei, ei, ei. Nein, du sollst da runter, Lara. Einmal runter, bitte. Genau. Danke, ich wollte gerade sagen, hey, wieso hängst du dich denn daran? Zack. Das sind Waffen, okay. Hier oben ran, okay. Hier oben ran. Und hier außen rumklettern. Alles klar. Dort drüber. Und dort drüber. Eieiei, dass Lara diese Kraft besitzt, ey. Das ist übel heftig. Will ich da hoch oder will ich da rüber? Ich will da rüber. Da hoch bringt mir nichts. Glaube ich jetzt. Also, ich kann mich auch irren, aber es sah so aus, als würde mir es einfach nichts bringen. Ach komm, als ob ihr das gehört habt. Oh, meine Güte. Okay. Ich weiß, ich glaube, ich sollte da länger warten, bis die sich irgendwie voneinander wegbewegen oder so, aber irgendwie, weiß ich nicht. Will ich nicht. Und dort hoch. Und jetzt? Hier rauf? Nee. Ach, darüber. Okay. Ich habe die Wand nicht gesehen als erstes. Und jetzt aber hoch. Okay, jetzt müssen wir... Wie es aussieht, da unten an die Wand. Alles klar. Zack. Gut, dass Lara das mittlerweile automatisch macht oder auch automatisch macht halt. Daran zu hängen sich, wenn man von sowas, von so einem Seil runterspringt. Das ist sehr gut. Und hoch. Super. Ich weiß nicht. Ah, da, okay. Ich weiß nicht, ob hier oben gleich auch noch Menschen sind. Hui. Ich mache mal wieder Schiss, wenn ich so einen großen Jump machen muss. Immer wieder Schiss.
ist hier so? Nichts. Hier ist auch nichts. Als ob hier nirgends was ist. Wow, hier liegt echt nirgends was. Alles klar. Alles klar. Von hier aus könnten wir wieder runterspringen, aber ich glaube, das wollen wir eher nicht. Das wäre, glaube ich, eher kontraproduktiv. Ja. Muss ich jetzt da runter und jetzt E drücken? Ja, wie es aussieht schon. Okay, nein, ich muss irgendwie ganz runter. Okay, ich muss ganz runter. Da ist ein Geocache, das habe ich gesehen. Komm, geh drauf. Ein Geocache vom Forschungsgebiet erhalten, okay. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Dort hoch. Ne, warte mal. Ah doch, da, okay. Zack. Sehr gut. Hier können wir eine Fackel anzünden. Da können wir nicht drüber. Und hier können wir durch. Hier ist sogar noch ein altes Bücherregal, ey. Wow. Okay, runter. Umgucken. Runter. Okay. War hier noch irgendwas außer diese Munition? Nee, ich glaube nicht. Macht das... Ich hoffe, das ist nicht zu laut, wenn ich das hier aufbreche. Okay. Okay, das war sogar... Oh, das war taktisch. Das war taktisch richtig. Wow, ich habe was Richtiges getan. Ich wäre jetzt einfach wieder hingelaufen und hätte die einfach so umgeballert. Aber gut. Aber gut. Ich setze mich gleich ins Lagerfeuer. Ich dachte nur, vielleicht gibt es hier noch irgendwie... ein paar Sachen zu holen. Kurz nach der Entdeckung des Grabs kam die Ich hatte genug Zeit zu pausieren. Dann setzen wir uns hin. Sportbogen. Alle bisherigen Upgrades bleiben mal aktiv. Wir haben den Bogen jetzt, wie es aussieht, fertig. Wir können noch drei Sachen wieder upgraden. Wir haben Granatspitzen versehen, die beim Einschlag ex... Oh! Haben will! Höherer Schaden. Und... Panzerung können mehrere Ziele treffen. Oh, wie geil ist das denn? Ich glaube, als erstes würde ich die explosiven Pfeile nehmen, dann das durchdringende Pfeile und dann Gegengewicht. War das Gegengewicht? Ich weiß nicht, ob ich es richtig gelesen habe. Ich habe es gerade nur über ganz schnell gelesen. Also ganz kurz überflogen, sag ich mal. In dem Sinne. Das heißt, wir brauchen unbedingt 600. 600 Schrauben, Beute. 600 Beute brauchen wir. Die wir auch gerne haben wollen. Ich will sie unbedingt haben. Das können wir aufbrechen, oder? Nee, können wir nicht, okay. Dann müssen wir mal gucken. Können wir hier rauftreten? Nee, dann müssen wir irgendwie das da oben runterfallen lassen, okay. Oh Mann! Ich muss irgendwie da durchkommen. Ja, musst du. Irgendwie, was muss ich denn jetzt machen? Bin gerade so ein bisschen verwirrt.
kann das nicht aufbrechen, ich kann nichts. Der Aufzug steckt fest. Achso. Ah, okay. Alles klar. Ich bin auf der richtigen Spur. Ich muss den Aufzug nur mit mir fahren.